Herzlich willkommen. Auch von mir, herzlich willkommen. Heute geht es also weiter mit unserer nächsten Folge. Wir haben jetzt heute den 17. Februar. Vor etwa einem Monat haben wir mit der Anpaarung begonnen und es sind jetzt schon erste Fortschritte zu melden. Aber zuerst noch zu ein paar anderen News. Der Jahrgang 2019 hat sich ja im letzten Jahr noch nicht so hervorgetan, wie wir das vielleicht erwartet hatten. Aber wir hatten auch im Verhältnis zu den Vorjahren relativ wenig Junge weggeschickt. Aber jetzt hat der Jahrgang uns wieder nicht im Stich gelassen. Also wir können uns auf die Tauben verlassen. Vor einer Woche am Samstag war Costa del Sol in Spanien Finale. 360 Kilometer. Und da hat sich dann eine Taube von uns sehr gut platziert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe im Vorfeld nicht so viel Hoffnung gehabt, weil bei den Flügen vorher sind wir immer nur im Mittelfeld rumgedümpelt. Das waren aber auch immer sehr schnelle Flüge, 1500 Meter. Da waren wir bis jetzt meistens ohne Chance. Das Finale hat sich deutlich schwerer gestaltet und da hat sich eine Junge von uns auf dem 6. Platz platziert. Nur 6 Sekunden hinter dem Sieger, da kamen 9 Tauben in einer Gruppe. Leider haben wir so den großen Gewinn ein bisschen verpasst, aber gut, es kommt immer nur aufs Geld an. Die Leistung war hervorragend gegen 325 Tauben. Am Anfang waren es über 600 Tauben, es waren noch viele bekannte Züchter dabei. Wir waren die erste deutsche Taube und es war eine Junge vom Spitzfindigen, das eine Taube ist, die aus dem alten Stamm von meinem Opa stammt. Abstammung und alles zeige ich hier noch im Video. Und die Mutter war eine Originaltaube von Karl-Heinz Koch, eine Nichte der Südafrika-Siegerin. Aber Opa hat sich natürlich besonders gefreut, weil der Spitzfindige sich mal wieder gezeigt hat. 2-3 Tage vorher habe ich noch zu Opa gesagt, oh, der Spitzfindige, der hat schon lange nichts mehr so gezeigt. Und dann hat er mich Lügen gestraft und dann musste der Opa natürlich lachen. ja, aber wie gesagt, der Spitzfindige ist wirklich eine Taube, die mehrere Generationen auf die alten Tauben vom Opa zurückgeht. War eine tolle Sache. Opa, was sagst du zu diesem Erfolg da in Spanien? Ja, hat mich erfreut. Vor allen Dingen, wie gesagt, beweist dafür, dass meine Tauben früher, dass sie doch von bestimmter Klasse waren, sonst hätte ich jahrelang nicht mit den wenigen Tauben, sagen wir, immer wieder mitreden können. Und wie gesagt, ich habe ja schon mal erwähnt, also in den 44 Jahren, die ich schon mal statistisch alle Flüge erfasst habe und kaum einmal gefehlt habe, war niemals ein Jahr dabei, wo ich unter dem Quantum war. Das ist also mein schlechtestes Ergebnis, weiß ich heute noch, das war einmal 36% Preisausbeute im Laufe des Jahres und darauf bin ich an sich stolz. Ja, da kann man auch sein. So, also hier sieht man die ersten 10 Tauben, Costa del Sol, sieht man, wie knapp es dazu gegangen ist. Hier ist die Abstammung. Vollbild, alles wohl besser zu erkennen. Hier also der Vater, der Spitzfindige von 2012 ist er noch, also einen alten Ring. Hier die Mutter, La Belle Bleue, Entschuldigung, Französisch wird es ausgesprochen. Und hier der stolze Opa mit dem Spitzfindigen in der Hand. So, was noch interessant ist, ich habe beim Preisausschreiben, oder das heißt Preisausschreiben, ich habe bei der Umfrage von Rainer Püttmann seiner Zeitschrift teilgenommen. Da haben wir auch nur eine Taube gewonnen. Dadurch haben wir jetzt ein überzähliges Weibchen. Aber man muss sagen, ist ein schönes Weibchen. Werden wir in den nächsten Folgen mal noch vorstellen. Nur wir müssen uns überlegen, was wir damit jetzt machen. Aber wir werden wahrscheinlich ein paar umfahren, um nochmal das Weibchen dran zu setzen, um mal ein bisschen was Neues zu probieren. Und das andere Weibchen dann halt mal 1-2 Bruten pausieren lassen. So irgendwie werden wir das gestalten. So, und jetzt zur Stand der Zucht. Das letzte Mal haben wir berichtet, es hat alles super toll geklappt. Gut, das war nicht ganz so. Die 2 Tauben, die wir nachher im Video hier auch noch vorstellen, die wir recht neu hier im Haus haben, das war ein Fehler von mir, die habe ich sehr überstürzt angepaart und sehr überstürzt in den neuen Schlag gesetzt. Und die waren erst 2-3 Tage hier, das hat nicht so hundertprozentig funktioniert, sie haben sich nicht so heimisch gefühlt.
Die mussten wir aus dem Schlag rausnehmen, mussten sie extra setzen, aber sobald wir sie dann extra alleine gesetzt haben, in einem Schlag hat es geklappt, die haben jetzt auch Eier. Aber das war ein bisschen überstürzt zu mir, so schnell ging es leider nicht, also das hat nicht so ganz hingehauen. Und ansonsten sind schon einige Eier ausgegangen, zeige ich im Video. Beim Superboy ist leider nur ein Ei ausgegangen, beim Märchenprinz wurde ein Ei zerstört und ein mit einem jungen Vogel ist bei der ersten Brut von den Eiern gelaufen. Die haben mittlerweile wieder neu gelegt. Also wir schaffen es nicht, aus 12 Paaren jetzt hier 24 Jungen zu ziehen, aber gut, das ist normal. Wir haben auch keine belichtet oder sonst was gemacht. Wir haben alles ganz normal gemacht. Ist um diese Jahreszeit ja auch nicht immer so einfach, ne? Opa, wie siehst du den Stand der Zucht bis jetzt? Ja, also mit dem Wetter haben wir Glück gehabt. Ich war ja ein bisschen im Zweifel, weil mir dieser Anfangstermin Januar ohne Heizung oder irgendwie, wenn es sagst, sehr kalt geworden wäre, wäre das schwieriger geworden. Insofern war die Temperatur sehr günstig und wenn ich das so rückschauend betrachte, war das an für sich ein sehr gutes Ergebnis, dass da mal ein oder zwei Gelege nicht so hinhauen. Das ist normal, ne? Aber an Verzichten, die sind gefallen vom Gewicht her und so weiter, gefällt mir der Bestand sehr gut und jetzt wollen wir mal abwarten. Also jetzt zeige ich euch ein paar aktuelle Bilder aus den beiden Schlägen mit den Jungen, die jetzt 1 und 2 Tage alt sind, und noch ein paar Bilder von Eiern, damit man das auch mal sieht. So, also hier sehen wir mal ein angepicktes Ei, mittlerweile weiter ausgegangen. Hier sieht man 2 angepickte Eier, auch mittlerweile ausgegangen. Hier sieht man ein angepicktes Ei und ein eingedrücktes Ei, weshalb es auch nicht ausgegangen ist. Hier ist jetzt das eine ausgegangen, neben dran das eingedrückte Ei noch. Habe ich mittlerweile aber natürlich rausgenommen. Hier sind 2 ausgegangen. Ja, so sieht das also aus. So, das sind jetzt 2 Eier, die sind heute Nacht ausgegangen oder heute Morgen. Das sind Vollgeschwister von der Taube, die wir eben vorgestellt haben, die den Costa del Sol so gut geflogen ist. Das hier ist jetzt Herr Ruf auf den Eiern. Da ist leider nur ein Ei ausgegangen. Also Herr Ruf und Superboy. Gut, aber ja, so ist das leider manchmal. Alles kein Wunschkonzert. Sie verteidigt das Nest vehement. Hier, das ist Rainers Beauty, die mit dem Europameister zusammen ist. Das ist ein Junges ausgegangen. Das andere Ei ist angepickt. Wenn man genau hinschaut, kann man es erkennen. Ja, das waren jetzt mal ein paar aktuelle Bilder aus dem einen Zuchtschlag. So, das waren jetzt die Bilder aus den Schlägen, aber wir wollten euch heute ja noch 2 Neuzugänge von uns vorstellen. Wir haben ja das im letzten Video schon angedeutet. Ein Weibchen, das konnte nicht mehr legen, das war leider, da mussten wir aus der Zucht nehmen. Da mussten wir sehr kurzfristig ein neues Weibchen besorgen. Da haben wir ein Weibchen bekommen von Detlef Grüttner, der hier in der RV Homburg bei uns in der Nähe seit Jahren bei den Jungtauben, der spielt nur Jungtauben und da wirklich hervorragend spielt. Der hat uns 3 Weibchen mitgebracht und wir konnten uns eins aussuchen. Also die Auswahl ist nicht leicht gefallen, waren alle 3 toll, aber wir haben uns jetzt hier für ein Weibchen von 2019 entschieden. Der Name, ich habe sie genannt, Miss 100%, weil sie bei 7 Flügen 2019 auch 7 Preise erreicht hat. Unter anderem einen 11. Konkurs auf Auxerre gegen 627 Tauben, 16. Konkurs Gien gegen 1899 Tauben. Also sie hat sich sehr hervorragend gezeigt in diesem Jahr. Also jetzt das Weibchen jetzt hier mal kurz im Bild. Opa wird es nachher in der Hand noch kurz vorstellen. Dann noch ein bisschen was zur Abstammung. Also Detlef Grüttner hat keinen Computer, nichts, der hat keine großen Abstammungen, aber hat mir bisschen was dazu sagen können. Also, die Tauben gehen eigentlich alle auf eine Taube von Charlie Nebel, Tauben von
Ernst Nebel zurück, die Linie Charlie 1. Die ist sicherlich noch bekannt. So, und jetzt hier das Weibchen ist zum Beispiel eine Vollschwester von einer Taube, die 2018 den ersten im Regionalverband geflogen hat und auch den zweiten geflogen hat und ist eine Vollschwester von einer anderen Taube, die im Jahr 2018 sechs Preise bei sechs Einsätzen geflogen ist. Ja, so, und auch der Vater dieses Weibchens hat auf Jungtour einen ersten Konkurs geflogen und noch weitere Spitzenpreise. Und der Großvater hat selbst auf Jungtour vier Einsätze, vier Preise, dabei einen ersten Konkurs im Regionalverband gegen 4.359 Tauben. Also man sieht, die Tauben sind alle auf Leistung ausgelesen bei Detlef Krüppner und sie haben wirklich hervorragend geflogen und viele erste Konkurse. Und der Urgroßvater von unserem Weibchen ist eine Taube, als damals Detlef Krüppner auch noch die Altreise geschickt hat, war diese Taube dreimal bester Vogel der RV Homburg. Ich habe mal in alten Unterlagen noch nachgeschaut und habe ich ihn auch gefunden. 2009 war ja zweitbester Assvogel im Regionalverband, hat einen zweiten Konkurs geflogen, einen dritten Konkurs, einen fünften Konkurs, also auch eine tolle Taube. Also in diesem Weibchen steckt sehr viel Leistung drin und da hoffen wir mal einfach, dass das Weibchen das vererbt. Opa zeigt euch die Taube gleich noch in der Hand. So, die nächste Taube, die habe ich hier auch schon mal angesprochen. Das ist ein Geschenk von Gerhard Kemmler, das ist der Vogel, an die dieses Weibchen auch gepaart ist. Dieses Geschenk haben wir bekommen, weil wir Gerhard Kemmler 2018 zwei Junge gegeben haben, die bei ihm gereist sind. Die sind auch bei ihm sehr gut gereist, das habe ich hier schon mal erwähnt. Und deswegen haben wir als Dankeschön diesen Vogel bekommen. Dieser Vogel hat als Junger 2017 in der RV sechs Einsätze gehabt, sechs Preise. Und ist Nestbruder zu dem Weibchen, zu dem zweitbesten jährigen Weibchen der RV. So, das Besondere an diesem Vogel ist halt, dass er ein Sohn von Primus ist. Primus ist der beste Zucht- und Reisevogel bei Gerhard Kemmler. Der hat schon einige erste Konkurssieger nachgezogen, hat selbst drei erste Konkurse geflogen und noch mehr Spitzenpreise. Und also diese Abstammung hier, das seht ihr hier auch im Bild, da sieht man, es ist nur das Beste drin. Gerhard Kemmler ist auch bekannt, da er auf Bundesebene sich schon öfter hervorgetan hat. Also das sind alles schon tolle Tauben und ist auch ein schöner Vogel. Opa gefällt er sehr gut. Er konnte, der Vogel selbst, den wir jetzt hier haben, deswegen haben wir ihn auch, der hat sich verletzt und konnte deswegen als Jähriger nicht mehr wirklich anknüpfen an seine Leistung von als Junger und wurde deswegen aus der Reisemannschaft dann im Endeffekt rausgenommen. So haben wir ihn erhalten. Also ist wirklich ein toller Vogel, gefällt uns gut. Und wir haben ja schon ein Weibchen von Gerhard Kemmler, das es schon gute Nachzucht gebracht hat. Und Opa zeigt euch jetzt die Tauben im Taubenschlag. So, also hier ist jetzt Opa mit dem Weibchen. Er zeigt zu euch mal jetzt ein bisschen hier, macht mal die Flügel auf und sagt auch selbst ein paar Worte zu dem Weibchen. Ja, das ist in der Hand wunderbar. Und das begeistert einen direkt. Und ich muss noch mal darauf hinweisen, wir haben die drei Tauben, die Gottfried Krippner uns zur Auswahl vorgeschickt hat, haben wir sie rausgesucht. Da wussten wir noch nicht, was sie geleistet hat. Und wenn ich nachher die Leistung sehe und den Eindruck, den die Taube macht, wenn man sie in die Hand kriegt, das ist ganz hervorragend. Wunderbar. Ja, zeig sie mal noch ein bisschen, genau. Ja. Machen wir nochmal die Flügel ein bisschen auf. Ja, Mann, das ist super. Also, herrlich. Schön, gut, dann setzen wir da hin, dann machen wir noch kurz Bilder, wie es da sitzt. Alles klar. So. So,
hier haben wir jetzt Opa mit Beauty Gift, so habe ich den Vogel genannt, weil er ein schönes Geschenk von Gerhard Kämmlein ist. So, also Opa, ein paar Worte zu diesem Vogel. Also der hat ein Bombengefieder, klasse. Und wie gesagt, ebenfalls in der Hand, ganz hervorragend. Und kein Wunder, dass die Familie nochmal überzeugende Leistungen zeigt. Also, das ist für mich so das Ideale. Das ist ein bisschen, wenn er von den Eiern entnommen wurde. Aber fein. Gut, dann Opa, dann setzen wir kurz dahin. Wird wahrscheinlich direkt hochfliegen, ne? Geh mal rüber, Opa, geh einfach mal rüber. So, hier die beiden Tauben jetzt zusammen. Da habt ihr mal einen kleinen Eindruck gewonnen. Wirklich ein schönes Paar. So, hier noch kurz im Bild, gerade zufällig, weil hier ist das Weibchen von Püttmann hier unten. Aber das zeigen wir euch in einem anderen Video noch genauer, ein gehämmertes Weibchen, auch mit guter Abstammung. So, das waren also jetzt die Bilder der Tauben im Taubenschlag. Opa hat es euch in der Hand gezeigt. Das war es auch schon wieder von heute, war wieder viel Information. Wir sehen uns wieder in etwa einem Monat. Da sind die Jungen schon groß und abgesetzt. Da gibt es ein paar schöne Bilder von den Jungen. Und wir zeigen euch noch genauer im Detail die zwei anderen Tauben, die wir neu in der Zucht haben, die aus unserer eigenen Zucht aber stammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.